Es ist die grösste Messe der Schweiz, die Uhren- und Schmuckmesse Basel World. Dieses Jahr das erste Mal an Messe mit Schweiz Whitney Toiloy. Das Interesse an der jungen Messe ist riesig, sogar ein Fernsehteam von Dubai begleitet die 18-Jährige. Arumu hat sich gekommen und langsam gewöhnt, denn in ihrem Messejahr ist Halbzeit. Die drei ersten Monate, du lernst, wie es funktioniert, was du musst wirklich machen, wie es dann in der Schweiz für die anderen. Und dann, wenn du hast den Rhythmus genommen, wenn du schläfst nicht extrem viel, aber du hast den Rhythmus genommen, es geht besser. Und es ist wirklich eine schöne Erfahrung für mich, weil es ist wirklich etwas anderes. Ich arbeite jetzt, es gibt viel zu tun und du kennst so viele Leute. Und es ist eine schöne Erfahrung in meinem Leben. Ihre Uhrensponsor Balmain zeigt der Romain die neuesten Modelle. Als Botschafterin für Luxusmarken hat sie eine exklusive Uhr geschenkt bekommen. Für ihre letzte Uhr musste sie aber noch hart arbeiten. Letztes Jahr, weil letztes Jahr haben wir zwei Wochen in die Tankstelle gearbeitet und jeden Tag. Also seit 23. Dezember bis Anfang Januar. Und das war wirklich so eine schlechte Zeit für mich, jeden Tag arbeiten. Und am Schluss habe ich gesagt, okay, ich mache ein Geschenk für mich und das war eine Uhr. Ein ganz spezieller Tag im Leben von Whitney ist der, wo sie die Wahl zur Miss Schweiz hat gewonnen. Wenn sie aber einen Tag in ihrem Leben noch einmal erleben könnte, dann wäre das ein ganz gewöhnlicher Tag vor der Wahl. Ja, das ist vielleicht komisch, aber Gymnasium zu gehen, ja. Ich hatte wirklich nie gedacht, dass einmal der Gymnasium wird, vermisst mich. Weil normalerweise, wenn du bist im Gymnasium, du bist immer noch einen Tag im Gymnasium. Aber ja, das wäre super, nur einen Tag im Gymnasium gehen und noch eine Note zu schreiben, das wäre eine schöne Erfahrung, ja. Trotzdem sie die alten Zeiten auch ein bisschen vermisst, genießt sie ihr neues Leben als Miss in vollen Zügen. So auch der Besuch an Basel World. Wer selber noch an die Uhren- und Schmuckmesse gehen will, der hat noch bis zum 2. April die Möglichkeit dazu.